Na, sieh mal einer an! Eine Leiter! Unglücklicherweise ist meine V-Reihe für eine solch vertikale Konstruktion. Ah! Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Was denn hier so? Piss Wash Gully. Igitt. Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Hier lass ich mir gar nicht. Ist Pisse! Pisse! Warum heißt es wohl Piss Wash? Steckt doch schon im Namen! Ich hab voll im Mund! Weißt du eigentlich, wie viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier! Deine Körperteile! Was habe ich dir gesagt? Minimale Explosion! Ich sagte null Explosion! Meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauche deine Waffe. Kannst mich auch einfach fragen. Sowas wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes. Oh oh. Leg sie alle um. Bei dem schief. Ich entsorge überflüssiges Blei. Ich kann's nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anlasst. Ich schaff das. Ich krieg's in den Griff. Was wird schon? Warten wir echt, bis das ein Ende nimmt? Jagd uns ruhig weiter. Oh! 80s Musik, jede Menge bunte Farben, irgendwie ein trashiges Gefühl. Das ist ja also der Trailer zum Borderlands-Film, der Verfilmung der Videospielereihe, die uns Leo 9 hier in Deutschland ab dem 8. August diesen Jahres in die deutschen Kinos bringt. Ich persönlich muss sagen, Borderlands-Reihe habe ich nur mal ganz kurz angespielt und ich weiß, es gibt richtig viele Fans und ich wette, die lieben auch ihre Charaktere. Wenn ich jetzt aber hier nur den Trailer sehe, lässt sich so auf der anderen Seite nicht so richtig der Bogen wiederum schließen, dass ich denke, dass es die hier so trifft, dass die so zum Verlieben in der Reihe sind. Kurzum, ich kann mir vorstellen, dass nicht wenige Spielefans sagen, okay, was ist denn das jetzt? Und vor allem auch die Konstellation vor und hinter der Kamera ist irgendwie ungewöhnlich. Eli Roth führt die Regie, der gerne mal ein bisschen brutaler vor der Kamera agiert, aber auch, was seine Filme angeht, eher auf einem niedrigeren Niveau sehr schwankend erzählt. Dann aber eine Cate Blanchett vor der Kamera oder auch eine Jamie Lee Curtis, Jack Black von Claptrap als Stimme, aber dann wieder auch ein Kevin Hart und Florian Montenu. Das wirkt wie eine ganz komische, durchgewürfelte, bunte Nummer rund um ein Team, das eben sehr unterschiedlich ist, wie die Schatzjägerin Lilith und die Rückkehr auf den eigenen Heimatplaneten, eine zusammengewürfelte Truppe aus einem Soldaten, Außenseiter, Roland, dann ist Claptrap dabei, dann ist Tennis dabei, eine Wissenschaftlerin und alles in der Mission, ein Kind zu beschützen und eine mögliche Gewalt, die alles verändern könnte, aber vor allem in der Gruppe, nehme ich mal an, sich selbst dann zu entdecken und füreinander einzustehen. Also alles das zusammengebaut in so einer Welt, die sich irgendwie so anfühlt, als wäre sie so ein bisschen aus Mad Max rausgenommen und durch eine Farbe getunkt mit einem trashigen Ansatz, erwarte ich hier eher was, wo ich denke, könnte schwierig werden. Im besten Fall ist es für mich unterhaltsam trashig, aber dann wird es auch die Spielefans wahrscheinlich nicht abholen, wenn es nicht den richtigen Ton trifft. Aber wie gesagt, Spielereihe habe ich kaum gespielt, deswegen habe ich die Verbindung nicht. Und hier würde ich gerne ein, zwei Fragezeichen hinter diesen Trailer setzen zu Borderlands. Was sagt ihr denn zu dem? Klärt mich gerne in den Kommentaren auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.